Willkommen zurück hier bei meinen Blu-ray-Steelbook-Sammlungs-Overviews. Für euch sind in der Zwischenzeit wieder, ein paar Tage vergangen, weil genauso wie in den letzten Monaten der Rhythmus von Dienstag zu Donnerstag bleibt ein bisschen aufrecht, aber wer meinen Kanal näher verfolgt, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass alle Sammlungs-Overviews, die ihr bis jetzt gesehen habt, doch tatsächlich Anfang Februar produziert wurden. So sind wir jetzt mehr oder weniger nahtlos in die zweite Staffel übergegangen. Mittlerweile haben wir Juni und das Ganze ist für mich so ein klitzeklein weniger angenehm, weil wir dadurch natürlich auch das ein oder andere Grad mehr haben. Das Zimmer, in dem ich drehe, sich allerdings nicht verändert hat, respektive dessen Größe gleich geblieben ist und die Tatsache, wie schnell sich dieses Teil aufheizt, wenn man sich von zwei 400 Watt Baustrahlen in den Rücken brennen lässt, dürfte ich in den letzten 4 Monaten schon fast wieder vergessen haben, weil ich glaube, sonst hätte ich womöglich den heutigen Nachmittag eher im Freibad verbracht als hier. Aber das macht nichts, wir haben natürlich noch etwas Arbeit vor uns und die möchten wir natürlich in der nächsten Zeit einfach gemeinsam schaffen und uns weiter durchwühlen hier durch die Steelbooks, die vor mir stehen. Und das erste, das ich euch im heutigen Teil meines Overviews zeigen möchte, ist schon einmal wirklich ein ganz besonderes. Wir kennen die Wachowski-Brüder, Schwestern, ich habe da ehrlich gesagt den Überblick verloren, in erster Linie durch die Matrix-Trilogie. Aber die beiden haben auch das ein oder andere cinematografische Machwerk auf dem Kerbholz, wie beispielsweise die großartige Komödie Jupiter Ascending. Und für alle unter euch, die jetzt sofort sagen, hey, warte mal, das ist keine Komödie, sage ich an dieser Stelle ein ganz entschiedenes doch. Es gibt selten einen Hollywood-Streifen, der meines Erachtens nach dermaßen offensichtlich in die Kategorie des Big-Budget-Blockbuster-Trash hineinfällt wie dieser. Bist du deppert, was habe ich mir einen Ast gelacht, als ich diesen Film gesehen habe? Natürlich die ein oder andere coole Tricktechnik, wie man sie von den Wachowskis erwarten würde, aber dermaßen grottenschlechtes Drehbuch, nahezu unanhörbare Dialoge, ein Channing Tatum, eine Mila Kunis, aber vor allem ein Eddie Redmayne, die dermaßen, wie soll man sagen, unsäglich unvorbereitet durch diese hochbudgetierten Sets stolpern. Es ist ein wahres Vergnügen. Nämlich genau das, was zeigt, jap, Kohle alleine reicht nicht aus, es muss doch ein bisschen was so wie Resttalent vorhanden sein. Das, wo aber tatsächlich Talent vorhanden war, war beim Grafiker von Warner, der uns dieses 3D-Steelbook serviert hat. Ja, einige werden natürlich wieder kritisieren, dass hier der 3D-Schriftzug ebenfalls auf dem Steelbook drauf ist. Mich persönlich stört das allerdings gar nicht einmal so sehr, vor allem weil das 3D genauso wie auch der Jupiter Ascending-Schriftzug relativ cool geprägt wurde und Warner außerdem sowohl eben für den Planeten hier im Hintergrund als auch für die beiden Hauptdarsteller etwas partiellen Glanzlack übrig hatte. Das gepaart mit dem netten metallischen Schimmereffekt, der hier vor allem durch den Hintergrund durchkommt, ist das ein wirklich schickes Cover-Artwork, das sich eben auch auf das Backcover jetzt zumindest vom Stil her fortsetzt. Da haben wir zwar unten relativ ungemütlich, das mag ich gar nicht, diesen Cast and Crew Block auf dem Steelbook, aber wir haben hier oben grundiert einerseits, ich sag mal, das ist die Sonne, außerdem das Raumschiff, aber der orange Hintergrund ist auch hier metallisch schimmernd, was natürlich in Bewegung von dem Steelbook richtig cool aussieht. Ganz besonders, wenn wir uns das Teil dann in der Komplettansicht anschauen. Leider hat man hier kein durchgehendes Motiv gemacht. Das Spine ist aber an sich, wenn man das hier ganz genau beobachtet, im Design vom Backcover grundsätzlich zwar kein perfektes, aber ein wirklich schickes Steelbook. Das geht meines Erachtens nach innen weiter, obwohl der Grafiker womöglich diese 5 Minuten noch investieren hätte können und für die Blu-ray und die Blu-ray 3
3D eigene Picture Discs erstellen. Dafür hat man sich allerdings, finde ich, beim Innenartwork des Steelbooks wieder großartige Mühe gegeben, hat hier ein durchgehendes, wirklich schönes Artwork geschaffen, das eben auch mit dem Metallic Look des Steelbooks, eben vor allem bei den Häusern bzw. bei dem riesengroßen Planeten im Hintergrund fantastisch arbeitet und hier dann natürlich auch die Hinterseite von der Prägung des Titelschriftzugs zeigt. Für mich persönlich ist Jupiter Ascending wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, aber das hat ihn definitiv nicht davon abgehalten, mich großartig zu unterhalten und hat Warner glücklicherweise auch nicht davon abgehalten, ihm ein richtig cooles und richtig schönes Steelbook zu präsentieren. Und damit kann ich hier im Steelbook-Sammlungs-Overview Episode, ich glaube, 42 gleich einmal ein bisschen flotter weitermachen, damit wir in dieser Ausgabe vielleicht ein bisschen mehr schaffen als in den letzten Ausgaben. Ich glaube, ich habe so im Kopf, dass es immer irgendwie so zwischen 8 und 12 Steelbooks waren, die wir geschafft haben. Aber glücklicherweise kommen wir jetzt zu einem Punkt, der für mich ein reiner Genuss ist. Das sind natürlich immer die Steelbooks, die ich euch auf meinem Kanal schon ausführlich im Bereich der Sammlungsupdates und damit auch der Sammelsurium-Rubrik vorgestellt habe, sodass ich diese hier einfach nur mit einem Vermerk auf die separaten Videos durchgehen kann, weil es meines Erachtens nach absolut keinen Sinn macht, wenn man die entsprechenden Videos über die YouTube-Suche auf meinem Kanal ganz einfach finden kann, warum ich euch mit mehr oder weniger denselben Schmonzes noch einmal erzählen soll, ganz besonders eher, wenn es eh um Cover Artworks und so weiter geht, wo sich die eigene Meinung eigentlich wenig ändern kann. Anders ist es natürlich bei dem ein oder anderen Film, wo sich meine Meinung im Laufe der Jahre sehr wohl geändert hat. Aber was ich über die Justified Steelbooks, nämlich alle 6 Staffeln, gesagt habe, das seht ihr an anderer Stelle auf diesem Kanal eben einfach in die Suche eingeben. Das übrigens ist auch der Grund, vielleicht fällt euch das auf hier im Video, vielleicht fällt euch das nicht auf, dass eben wieder einige Steelbooks weiter nach vorschauen als die anderen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mein Regal nicht einsortieren kann. Das hat einfach nur damit zu tun, dass ich mir sonst nicht merken würde, welche Steelbooks ich ausführlich herzeigen muss und welche nicht. Aber zum nächsten habe ich wieder etwas mehr zu sagen. Auer versus Zokarov. Der Kampf der Titanen, mehr oder weniger. Aber ich glaube, dass der Kampf der Titanen, über den ich jetzt die nächsten Minuten sprechen muss, dann doch ein klein wenig ein anderer ist, der vielleicht noch etwas größere Titanen mit etwas stabileren Rippen präsentiert und außerdem womöglich noch mit einem ein bisschen größeren Budget realisiert wurde. Die Rede ist hier natürlich von Warner Brothers Kampf der Titanen, der, ich glaube, eines der noch früheren Steelbooks war, die Warner bei uns veröffentlicht hat, wo sie nämlich damals im Jahr 2010 noch auf diese Art von Schuber gesetzt haben für Steelbooks. Einerseits muss man natürlich dazu sagen, dass diese Art der Backcover Artworks immer noch furchtbar ist, immer noch von Warner gerne eingesetzt wird, beziehungsweise wo sogar auch andere seriöse Labels wie beispielsweise Arrow Video auf die glorreiche Idee kommen, so einen Käse zu fabrizieren, aber zumindest hat Warner mit diesem Schuber, auf dem leider der große FSK-Flatschen vorne fix drauf ist, eines geschafft: das Steelbook ist geschützt. Und wenn ich dieses Steelbook hier rausnehme, ich glaube, wir sehen bereits auf den ersten Blick, das ist eines der wahrscheinlich geilsten Steelbooks in meiner Sammlung. Und für alle, die jetzt einmal gleich in die falsche Richtung denken, nein, das Steelbook ist nicht hin, das gehört so. Und das ist einfach wirklich absolut genial. Wir haben in ganz, ganz vielen Blu-Ray-Checks, vor allem wenn Anolis neue Filme in der Hammer Edition veröffentlicht, schon drüber gesprochen, dass Mediabooks oftmals diesen Leder-Finish haben, der sich, finde ich, einfach geil anfühlt und geil aussieht. Das allerdings auf Blu-ray Steelbooks zu sehen, ist eine absolute Seltenheit. Kampf der Titanen ist eines der Steelbooks, wo Warner das gemacht hat, das
allererste 300 Steelbook ist ein anderes, das fehlt mir allerdings noch in der Sammlung, das möchte ich noch unbedingt haben. Optisch macht das Steelbook, finde ich, alleine wegen diesem Finish eine Menge her, vor allem weil das durch seine schillernde, fast diamantartige Optik dank eben dem metallischen Steelbook-Schimmer im Hintergrund einen absolut hochwertigen Eindruck macht. Wir haben dafür allerdings, finde ich, ein relativ simples Frontcover, einfach mehr oder weniger oben ein Bild, aber sehr schön hier eben den Hinter- und den Vordergrund herausgearbeitet, dann den Abriss in der Mitte und unten mit einem anderen Farbspektrum eben wieder genau dasselbe, Hinter- und Vordergrund sehr, sehr schön voneinander getrennt, auf der Rückseite dann hier die Credits, die ich ganz dringend gebraucht hätte, beziehungsweise dann auch hier eben den Hintergrund ganz toll hervorgearbeitet. Ja, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Außerdem, bist du deppert, das ist immer wieder ein Genuss, quasi diese alten Prospekte zu sehen, wo Warner quasi noch auf diesem Format alle Blu-ray-Titel in ihrem Sortiment untergebracht hat. Ich fasse es nicht. Mittlerweile könnte man damit wahrscheinlich ein ganzes Telefonbuch füllen. Auf der rechten Seite die eine Disc des Films und das Innenartwork, das im Gegensatz eben zum äußeren Artwork eigentlich nicht durchlässig, sondern kräftig gedruckt wurde. Eine der bekanntesten Schlüsselszenen aus dem Film bietet und meines Erachtens nach nur absolut großartig und actionorientiert aussieht. Das ist mit Sicherheit eines der coolsten und schönsten Steelbooks, die Warner bislang im deutschsprachigen Raum veröffentlicht hat. Ein geniales Teil, auch für meine umfangreiche Steelbook-Sammlung und eben durch den schönen O-Card-Schuber auch noch dazu sehr fein vor etwaigen Beschädigungen geschützt. Und damit können wir uns einen ganz kurzen Ausflug auf den Kampfstern Galactica erlauben, der eben hierzulande von Koch Media im Blu-ray Steelbook veröffentlicht wurde. In einem etwas unspannenden Artwork, aber über dieses Teil habe ich euch schon einmal separat etwas erzählt, von daher könnt ihr hier gerne im separaten Sammelsurium-Clip vorbeischauen, falls ihr euch wirklich dann dafür interessiert, was es über dieses Steelbook genaueres gibt. Wir machen an der Stelle woanders weiter. Hiya! Wasa! Nein, keine Sorge, Zocki hat nicht so viel Dead or Alive gezockt, beziehungsweise ist im neuen Tekken 7 Fieber, auch hat sich Aua nicht ganz so schlimm bei mir zerebral materialisiert. Nein, wir sprechen natürlich über einen der großen Kult-Action-Streifen der 80er, dem sein Remake. Ja, wir landen bei Karate Kid. Und wer ist eine bessere Besetzung für Mr. Miyagi als Jackie Chan? Absolut grandios, aber wieso man auf die Idee kam, Jaden Smith, also den Film gibt es jetzt wirklich schon seit etlichen Jahren und ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz durchschaut, was Hollywood dazu bewegt hat, aber das macht ja nichts. Offensichtlich ist mittlerweile sogar Papa Will auf die Idee gekommen, dass es keine gute Idee ist, seinen Sohn Jaden überall dort zu präsentieren, wo man das nur kann. Der macht das ja selber ganz gerne auf Twitter und postet dort Beiträge, wo wahrscheinlich sogar Donald Trump sagen würde, bist du deppert, ist das bescheuert. Aber wir haben auf jeden Fall das Karate Kid Remake in einer Steelbook-Version auch hierzulande bekommen, bei der Sony Pictures meines Erachtens nach durchaus ganze Arbeit geleistet hat. Wir haben eben dieses Coverblatt, das hier einerseits, ich kann das ja sogar angeklebt lassen, auf das Frontcover überlappt, wobei man eben hier noch einen Klebepunkt hatte, der bei mir leider beim ersten Aufmachen abgegangen ist, eben mit den Backcover-Informationen und dann einem komplett gestalteten Backcover, sodass wir auf der ersten, auf der Frontcover-Seite des Steelbooks nur Jaden Smith haben, in einer, muss man eigentlich sagen, relativ coolen Pose, vor allem was mir gefällt,
ist, dass wir auf den ersten Blick den Eindruck bekommen können, dass es sich hierbei nur um seine Silhouette handelt. Dann allerdings, wenn wir das Ganze näher anschauen, erkennen, nein, es ist tatsächlich auch sein Gesicht zu erkennen. Das ist eigentlich relativ cool, wobei man könnte auch einige anzügliche Scherze dazu machen, die ich mir am besten erspare. Dafür ist der Hintergrund zwar grundsätzlich einfärbig, lässt aber relativ viel von diesem Metallic-Effekt durch, wie auch auf dem Hintergrund, auf dem Backcover, wo eben neben Jaden Smith auch Jackie Chan zu sehen ist, in einem ganz, ganz coolen Bild, wobei ich wirklich sagen muss, es ist kein schlechtes Steelbook-Artwork, aber für das, was uns Sony in den letzten Jahren immer wieder als Steelbook präsentiert hat, ist das eigentlich eher basic. Drinnen haben wir dafür etwas, was mir sehr gut gefällt. Sogar auf der Disc dieses Artwork von Jackie Chan und Jaden Smith gefällt mir sehr gut, beziehungsweise diese Split-Ansicht hier, da glaube ich, erblasst sogar Jean-Claude Van Damme vor Neid. Das ist ein wirklich cooles Bild, das hier perfekt fürs Innenartwork des Steelbooks ausgesucht wurde, sodass man im Endeffekt sagen muss, nein, es ist definitiv nicht das schönste Steelbook in meiner Sammlung, es ist auch definitiv nicht das schönste Steelbook, das Sony Pictures hierzulande veröffentlicht hat, aber es ist ein wirklich gelungenes, eigentlich ganz schickes Steelbook. Und wo wir gerade so dezent über Jean-Claude Van Damme gesprochen haben, steht er doch tatsächlich direkt daneben, auch in meinem Regal, nämlich mit dem Film Karate Tiger. No Retreat, No Surrender. Da ist er offensichtlich kein Kid mehr, sondern schon quasi ein Karate-Adult. Aber auch zu diesem Steelbook eben habe ich an anderer Stelle schon einmal mehr gesagt und kann mir deswegen hier die großen ausschweifenden Worte ersparen. Das Kartell, einer der großen Streifen mit Harrison Ford, den Paramount hierzulande sogar irgendwann einmal im Rahmen einer, wie ich sie so ganz gerne nenne, Billigsdorfer Blu-ray Steelbook-Wellen in eine Metallhülle verfrachtet hat. Nein, es ist definitiv kein cooler Steelbook-Release, aber es ist einer eben quasi aus dieser Tom Clancy-Reihe, die ich definitiv haben wollte. Mit den Jack Ryan Filmen, da gibt es ja auch dieses eine mehr oder weniger undesignte Steelbook, die einfach nur das silberne Steelbook haben und das komplette Artwork nur durch die Prägung entsteht, was ich persönlich absolut potthässlich finde. Aber eben diese Jack Ryan Filme, die in diesem Steelbook drinnen sind, hat Paramount dann irgendwann einmal auch einzeln im Steelbook veröffentlicht, hat sich dafür allerdings, muss man jetzt wirklich sagen, Artwork-technisch nicht unbedingt ins Zeug gelegt. Das Backcover von dem Steelbook ist mehr oder weniger absolute Standardware. Das Frontcover, wenn ich es jetzt einmal hier ganz schnell von diesem blauen Blu-ray-Banner befreien kann, das ist ja nicht einmal ein leichtes Unterfangen, weil Paramount einerseits gerne dicken Karton verwendet und diesen andererseits wirklich exakt an der Kante anklebt, sodass man die Teile oft nicht runterbekommt, ohne irgendwas zu beschädigen. Aber wir haben hier, muss man wirklich sagen, ein absolut, ja, ranziges 0815 Artwork. Kann man nicht anders beschreiben. Mein Harrison Ford sieht ganz cool aus, wobei, wenn man das Steelbook bewegt, dann sieht man irgendwie, dass diese Grenze zwischen dem Artwork von Ford und der amerikanischen Flagge hier unten absolut unsauber und verwischt ist, dass auch beim Titelschriftzug hier teilweise einfach nur ein silberner Streifen durchschaut, weil das Artwork mit der Grundierung nicht sauber gemacht wurde. Das gefällt mir wirklich, wirklich gar nicht. Da ist im direkten Vergleich dazu schon das uninspirierte und langweilige Backcover, das übrigens dasselbe ist, das auch hier auf dem Papier verwendet wurde, schon etwas anders, weil hier zumindest einmal der metallische Steelbook-Effekt, so wie er präsentiert wird, seinen Sinn macht. Aber das ist wirklich absolutes 0815 Steelbook, vor allem wenn wir dann auch noch ins Innere schauen, sehen, dass einerseits die Blu-ray-Disc auf der rechten Seite grundsätzlich Paramount-typisch umgestaltet ist und es sich außerdem noch um ein Steelbook ohne jegliches Innenartwork handelt. Das war allerdings bei den ganzen Paramount-Steelbooks, die eben in diesen Re-Release-Wellen, wo auch jedes Steelbook nur 10 Euro gekostet hat, muss man der Fairness halber dazu sagen, einfach Standard war.
Ich hab eine tolle Idee. Gehen wir am besten einfach in die Katakomben. Das ist sicherlich eine tolle Sache, aber ganz ehrlich, wenn du mit mir dorthin gehst, dann lass verdammt nochmal deine Kamera zu Hause und drehe auf gar keinen Fall einen Wackelkamerafilm. Leider hat sich Universal Pictures nicht an das gehalten, was ich hier gerade vorgeschlagen habe und hat den Film Katakomben veröffentlicht. Und nein, ich halte das Steelbook an dieser Stelle nicht verkehrt, der Eiffelturm soll tatsächlich nach unten schauen. Was allerdings Universal auch hier gemacht hat, muss man wirklich dazu sagen, ich glaube, das sind die größten runden Klebepunkte, die ich jemals bei einem Steelbook gesehen habe. Dafür bekommen wir bei diesem Steelbook die Blu-ray und eben auch eine Ultraviolett Digital Copy. Bei Film Arena war das, glaube ich, einer der allerersten Releases, die es im Full Slip gegeben hat, aber der war noch vor meiner Film Arena Zeit, sodass ich hier kein Full Slip in der Sammlung habe. Muss jetzt ehrlich gesagt aber auch sagen, bei einem Wackelkamerafilm ist mein Interesse daran, die bestmögliche Version in der Sammlung zu haben, auch eher gering. Da reicht's mir schon, wenn ich mehr oder weniger zur zweitbesten in Form des deutschen Steelbooks gegriffen habe. Da können wir jetzt einmal ganz einfach diese zwei Klebepunkte abmachen, damit wir dann einen Blick auf das komplette Steelbook Artwork bekommen, das ja meines Erachtens nach eigentlich relativ cool ausgefallen ist. Wir sehen nämlich mehr oder weniger ein zweifärbiges Design in Schwarz und Rot. Der Hintergrund ist komplett einfärbig, eben mit dem nach unten ragenden Eiffelturm. Der obere Teil hier ist allerdings nicht einfach nur irgendein Boden, sondern besteht aus zahlreichen Totenschädeln, was eben vor allem auch durch diesen farblichen Kontrast zwischen dem roten Hintergrund und der schwarzen Fläche ziemlich genial gemacht wurde. Immerhin lässt die schwarze Fläche den metallischen Steelbook-Effekt nicht durch, der rote Hintergrund allerdings schon. Was man, finde ich, wenn sich dieses Steelbook hier in Bewegung befindet, meines Erachtens nach wirklich cool und wirklich deutlich sieht. So hat man dann aber für das Backcover etwas komplett anderes gemacht, mehr oder weniger eine Engel, Teufel, Yin-Yang-Version mit der Sense des Sensenmanns auf der einen Seite und dem Kreuz des Engels auf der anderen. Hier allerdings mit einfach nur diesem, wie soll man sagen, dem Mittelfinish. Es ist nicht Hochglanz, es ist aber auch nicht komplett matt, aber es wird kein metallischer Steelbook-Effekt durchgelassen, sodass wir hier ein durchaus interessantes Artwork haben, aber eben kein durchgehendes. Macht nichts, mir gefällt's irgendwie. Was mir aber vor allem ganz gut gefällt, ist dann die Innenansicht von dem Steelbook, die eigentlich einerseits logisch ist, hier das Frontcover-Artwork aufgreift, aber hier dann im Inneren einfach nur den Überblick über die Totenschädel bietet, ebenfalls wieder in Schwarz und in Rot mit dem roten Hintergrund eben als metallisch glänzende Fläche und einem ganz kleinen Copyright-Hinweis, der hier unten unter der Disc untergebracht wird und meines Erachtens nach weder besonders stört noch auffällt, auch wenn es sich hierbei um einen Found-Footage-Film handelt, muss ich sagen, beim Steelbook hat sich Universal zumindest ansatzweise Mühe gegeben, auch wenn das Artwork jetzt, würde ich meinen, nicht irgendwelche Creativity Awards eintreiben wird. Man merkt zumindest, dass man sich bemüht hat und bekommt hier zu einem Found-Footage-Film ein ganz gelungenes Steelbook. Okay, ganz ehrlich, ich muss jetzt an der Stelle ein kleines bisschen nachdenken, weil der nächste Film, den ich euch zeigen möchte, ist von Til Schweiger. Und wie sollte man sagen, Til Schweiger ist ja einer dieser sympathischen Schauspieler, der seine Kritiker gerne auch dann vor Gericht zerrt, wenn sie irgendetwas über seine Filme sagen, was ihm nicht passt. Trifft sich in dieser Stelle, an dieser Stelle relativ gut, weil ich kann in Wirklichkeit gar nicht nichts über Kein Ohr Hasen sagen, weil ich diesen Film bis heute noch nicht
gesehen habe. Und das ist irgendwie etwas, auf das ich ziemlich stolz bin. Solche Dinge wie, keine Ahnung, Bauer sucht Frau, die Kardashians oder mehr oder weniger 98% von Til Schweigers filmischen Schaffen einfach noch nie über mich ergehen lassen musste. Aber es gab irgendwann einmal bei Amazon eine Aktion, wo sie dieses Blu-ray-Steelbook von Kein Ohrhasen verramscht haben, bis zum geht nicht mehr, wo sogar ich es mir dann zugelegt habe, obwohl es eines der wahrscheinlich hässlichsten Steelbook-VÖs aller Zeiten ist. Ja, wir haben hier auf dem Frontcover ein fest aufgedrucktes grünes FSK-Logo. Das komplette Artwork ist zwar absolut matt, lässt allerdings dafür an keiner Stelle irgendwie diesen metallischen Steelbook-Effekt durch, so dass wir hier einfach nur das Bild von Til Schweiger und Nora Tschirner haben, wobei ich jetzt ganz ehrlich nicht einmal weiß, ob dieses Bild aus dem offiziellen Fotoshoot für den Film entstanden ist oder ob es sich dabei mehr oder weniger um ein Behind-the-Scenes-Foto handelt, weil ich diese Sache, wie zufrieden Til Schweiger dreinschaut und wie unglücklich und what the fuck did I just do, Nora Tschirner dreinblickt, das könnte natürlich auch in Wirklichkeit ein Sinnbild für die ganze Produktion sein, aber ich weiß es nicht, ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Ebenfalls kann ich fast sagen, dass ich das Backcover von diesem Blu-ray-Steelbook nicht gesehen habe, weil ich jetzt einfach einmal wage, das, was Warner Home Video hier abgeliefert hat, nicht als Backcover zu bezeichnen. Wir haben hier ein klitzekleines Bild von Til Schweiger und ja, dem Keinohrhasen, und der Rest ist eigentlich wie auf dem Frontcover absolut weiß. Das ist wirklich das absolute Billigsdorfer Ramsch-Steelbook, das Warner hier nachgeschossen hat zu Keinohrhasen. Es ist ja nicht einmal die volle Version, weil was ich zum Beispiel immer ganz gerne habe, ist, wenn man irgendeinen Single-Disc-Release kauft von einem Film, bei dem es auch eine Zwei-Disc-Edition gibt, und wir haben dann auf der Disc tatsächlich noch stehen Disc 1, um mehr oder weniger dem Käufer noch einmal ins Gesicht zu reimen: ja, du hast einen Schaß gekauft, gratuliere. Außerdem hat das Ganze hier kein Innenartwork, ist eben wirklich, wirklich, wirklich eines der hässlichsten Steelbooks, das ich in meiner kompletten Sammlung habe, das mich damals, glaube ich, auch schlanke 4 Euro oder so gekostet hat, wo ich einfach der Meinung bin, ja, okay, dafür kann man es mitnehmen, alles andere wäre aber definitiv zu viel. Und apropos definitiv zu viel, ich glaube, wir haben für eine Ausgabe des Blu-ray Steelbook Sammlungs Overviews schon eigentlich zu viel gequatscht, aber etwas geht sich noch aus. Ich muss jetzt an der Stelle ein bisschen vorgreifen. Die beiden Kick-Ass-Steelbooks hebe ich mir für den Anfang der nächsten Ausgabe auf. Dafür kann ich euch allerdings noch einmal ganz schnell mein UK-Steelbook von Kickboxer zeigen. Das ist nämlich einer der Zavi-exklusiven Releases, die ich hier auf dem Kanal ebenfalls schon einmal separat vorgestellt habe, als Sammelsurium-Clip abrufbar, sodass es hier gar nicht einmal notwendig ist, wirklich viele Worte zu verlieren und ich damit einfach nur ganz gemütlich Richtung Ende von dieser Ausgabe vom Sammlungsoverview navigieren konnte. An der Stelle sag ich schon einmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für diejenigen, die sich jetzt die letzten 30 Minuten unterhalten gefühlt haben, es ist mittlerweile die Ausgabe Nummer 42 vom Steelbook Sammlungsoverview. Also ich glaube, du weißt, was du in der nächsten Zeit noch so alles tun kannst. Für alle anderen, ja, du hast es zumindest bis jetzt geschafft. Aber wer gerne weiterschauen möchte, sehen möchte, welche Steelbooks ich quasi von Kick-Ass und aufwärts in meiner Sammlung habe, der schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Mein Blu-ray Steelbook Sammlungs Overview gibt's auf jeden Fall jeden Dienstag und Donnerstag hier auf Playzocker Reviews, beziehungsweise vielleicht ganz besonders interessant, brandaktuelle Releases siehst du immer am Sonntag um 17 Uhr in meinem allwöchentlichen Sammlungsupdate. Und bis zum nächsten Mal kann ich jetzt auf jeden Fall nur sagen,